Der Dominik kommt ursprünglich aus Solothurn und wohnt jetzt mitten in der Stadt Zürich. Zu dieser Umstellung wünscht er sich einen passenden Freizeitslook und den kommt er heute über. Ich habe zum Arbeiten ein Outfit, das ist praktisch immer der Anzug. Privat siehst du mit Jeans und T-Shirt. T-Shirts meistens in der Ferien irgendwo gekauft. Und auf der anderen Seite habe ich den Bart, den ich seit Corona wachsen habe. Und da wäre ich froh, dass mir dort ein paar Tipps gezeigt werden, dass der schön gepflegt aussieht und dass die sommerliche Frische endlich zurückkommt mit dem Wetter, das hoffentlich auch bald da ist. Das Wetter können wir nicht beeinflussen, aber Martin Dürrematt wäre kein Profi, wenn er den Haarschnitt nicht am Gesicht anpassen könnte. In meinem Hair-Atelier wartet heute ein frischer Sommerlook für Dominik. Ich würde ihm zeigen, dass eine einrasierte Linie am richtigen Ort im Leben im Alltag so wird vereinfachen. Bevor wir zu diesem Part kommen, hat er sich bei einer entspannten Shampoo-Massage mit dem Smoothing-Shampoo von Hechi Tüll bei Sisley verwöhnen lassen. Damit auch die Augenbrauen die richtige Linie bekommen, habe ich am Dominik im zweiten Step die in der Mitte leicht ausgesäubert. Beim Haarschnitt lege ich immer am Anfang meinen Fokus aufs Deckhaar. Das heisst, ich habe am Dominik zuerst mal die Länge und Struktur oben drüber bestimmt. Wenn man so volles Haar hat wie der Dominik, ist es immer wichtig, dass ich genug kurze Haare dazwischen habe. Sonst ist es einfach zu viel Haar auf einem Fleck und das Haar kann sich nicht bewegen. An der Seite habe ich im weiteren Schritt mit einer tollen Kürze eine schöne Frische reingebracht. Liebe Herren, viele kennen es doch. Beim Styling weiss man manchmal nicht, welche Haare auf welche Seite. Ich empfehle euch, eine Linie reinzurasieren. So ist immer klar, das Haar in die Richtung, das Haar in die Richtung. Natürlich zum Schluss, wie immer, mit meiner Allzweckwaffe Naturhaarborstenbürste die Haare in die Richtung föhnt. Und schon haben wir in meinem letzten Part den Bart bearbeiten. Wenn man am Bart nämlich auch da die richtige Linie gibt, sieht das Gesicht gerade viel schlanker aus. Die schlankeren Konturen im Gesicht von Dominik warten jetzt noch auf die richtige Pflege. Für Dominiks heutige Pflegeroutine habe ich mir gedacht, zwei Dinge kann ich an seiner Ausstrahlung mühelos verbessern. Dass die Haut einfach mehr strahlt und frischer aussieht und eine Routine, die im Alltag sehr, sehr leicht ist. Dunkle Augen wollen Licht, also habe ich mit dem Fluid Contour des Yeux à la Rose Noir angefangen, seine Augenpartie aufzuhellen. Diese Pflege enthält unsichtbare Prismen, die Licht streuen, so sieht man schon nach der ersten Anwendung sofort frischer aus. Die Textur kühlt schön und wirkt abschwellend. Und von seiner Gesichtsstruktur her hat Dominik, wie auch ich, eine etwas längere Stirnpartie, die dazu neigt zu glänzen. Auch deswegen habe ich Sisleys mattierende Feuchtigkeitspflege für ihn heute rausgesucht. Schon mit einer Erbsengröße an Pflege ist die Haut stark durchfeuchtet, während winzig kleine Superabsorber der Haut ein mattes Finish schenken. Und wenn man mal damit an den Bart kommt, verklebt es trotzdem nicht. So schnell ist Dominik für seinen weiteren Alltag parat und sein Erscheinungsbild sieht schön gepflegt aus. Zum gepflegten Erscheinungsbild braucht es natürlich auch noch den richtigen Modestil. Das sehen Sie im zweiten Teil. Der Newstyle-Kandidat kommt zum PKZ Man in Zürich und freut sich auf sein Umstyling von der Luisa Rossi. Herzlich willkommen, Dominik. Hallo, Luisa. Einmal umdrehen, bitte schön. Muss sich genau anschauen. Du eigentlich gut. Oder? Aber eben, ich denke, das ist dein Stil, den du immer hast. Und ich habe für dich ganz etwas anderes. Farblich, auch von dem Kleidungsstück her. Ich denke, wir starten schon mal mit dem ersten. Du wirst Freude haben. Und zwar, alles ist schon parat für dich in der Garderobe. Merci. Dankeschön. Also alles nehme ich nicht weg am Dominik sein Stil. T-Shirt finde ich nämlich mega cool. Er hat sicher den Schrank schon voll und jetzt kommt noch einer drauf. Und zwar von Paul. Den finde ich mega lässig zu dem Outfit, das ich zusammengestellt habe. Dafür mit den Hosen habe ich geschaut. Ganz etwas anderes. Und zwar eine von Winzer. Eine schöne, dunkel, kann man sagen, weinrote Hose, die er garantiert nicht im Kleiderschrank hat. Und die habe ich kombiniert mit Flaschengrün zusammen. Und zwar mit einem Blazer von LBM in dem schönen Flaschengrün. Ich finde, das sind richtig so Erdfarben, die du aber im Sommer kannst anlegen kannst. Und kombiniert natürlich auch mit einem Turnschuh. Und zwar da in dem Turnschuh, der ist hell, ich wollte ihn heller behalten, aber gleich mit ein bisschen Farbtupfer drin, der das Ganze wieder aufnimmt. Den letzten Akzent habe ich gesetzt mit dem Bracelet. Und zwar sind das ganz lässige, so ein bisschen Hippie-Style-Bracelet, ein bisschen das Bohemian. Das dürfen die Männer nämlich auch locker anlegen und das gibt halt so einen coolen Effekt. Das erste Outfit findet Dominik sehr passend. Und das zweite, das gefällt dem Banker noch spürlich besser. Garantiert hat der Dominik von dem, was ich ihm ausgesucht habe, nichts in seiner Garderobe. Nämlich startet beim Hemdli, ganz cooles, und zwar von Drycon in der Farbe Braun.
Ich finde braun extrem schön. Es ist blickdicht. Es wirkt trotz allem sehr, sehr sommerlich. Also wunderschön in dem ganz feinen, in der ganz feinen Linie. Und kombiniert habe ich es mit einer grünen Chinohose. Weil Chinos, das fällt komplett in seiner Garderobe hinein. Deshalb unbedingt Chinohose. Und zwar eine von Gabba. Mega, mega lässig. Hat viele Elastan drin. Ist eigentlich so fast wie eine Trainerhose. Sollte es doch noch ein bisschen frisch werden, habe ich natürlich Plan B mit einem Pulli von Scotch & Soda, der farblich optimal passt zum ganzen Stil. Passend zum Hemdli habe ich den perfekten Slipper gefunden, und zwar von Rivieres, heisst die Marke. Auch von der ganzen Machart her passt er wunderbar und gibt am ganzen Look, obwohl es ein bisschen herbstliche Farben sind, trotz allem den sommerlichen Touch. Slippers, mein heutiger Tipp. Wie sieht der Slipper am besten aus? Also allererst bitte keine Socken. Verbotene Socken drin, okay? Dann zweitens die Hosen aufkrempeln, weil das macht extrem viel aus und gibt am Slipper so die richtige Sommertouch. Und drittens, wenn ihr einen Gürtel trägt, bitte zum Slipper nicht einen Ledergürtel, sondern einen geflochtenen Gürtel, weil dann ist der Stil perfekt. Also, und sonst passt ein bisschen euer Slipper an zum Outfit, so wie ich es gemacht habe beim Dominik. Und dann sind wir perfekt dabei. Und perfekt ist auch das Vorher-Nachher. Der Dominik hat sich an neue Materialien gewagt und an neue Farben. Die Begeisterung ist gross. Ich bin extrem positiv überrascht. Und was ich mitnehme, sind die Farben. Weg von dem Blau, andere Farben vor allem ausprobieren und wirklich einfach anlegen, testen. Und das kann ich jedem weitergeben. Und das macht extrem viel Spass und vor allem jetzt für im Sommer super.